Hallo, ich bin Wolfgang Link und begrüße euch in Frankens Meerregion. Heute besuche ich die Metzgerei Kachler Hoferer und auf mich wartet schon am heißen Grill der Jens Hoferer. So, und ich sehe da hinten am Grill schon den Jens stehen und lass mir jetzt gleich zeigen, was er macht. Jens, grüß dich, servus. Hi, servus. Mensch, was machst denn du schon alles fleißig? Ich habe mal gedacht, wir machen, wie die Köche das immer sagen, was Fränkisches 2.0, lass dich mal überraschen. Naja, da würde ich sagen, mache ich gleich mit, oder? Genau. Ja, Jens, ich bin ja hier schon fleißig am Bratwurst drehen und du hast schon ein schönes Stück Fleisch in der Hand. Was ist denn das gerade, was du da in der Hand hast? Was ganz Fränkisches, ein Schäufele. Was soll es anders sein? Und ein Schäufele kann man auch grillen. Vielleicht nicht alles. Aber ich zeige euch jetzt was genau. Und zwar machen wir ein, ganz fränkisch, ein Cuscino heißt es, den Schäufelesdeckel. Ganz schönes Fleisch, ganz zart und saftig. So, schaut euch mal an. Es wird jetzt noch ein bisschen zugeputzt, dann kommt es auf den Grill. So, das war's schon. Viel ist nicht übrig von so einem Schwein. Und jetzt, wenn du so tolle Stücke Fleisch grillst, wann kann man das bei dir genießen oder wann kann man sowas mal erleben? Also entweder den Laden bei uns abholen, wir beraten euch natürlich gern, wie man es machen soll. Oder am 4.9. ist die Meat Night, das ist ein wenig unser Baby oder mein Baby. Das ist eierlegende Wollmilchsau. Da gibt es von Bratwurst live machen bis Live-Zerlegung viele verschiedene Köche, unter anderem Stefan Marquardt, Fabian Beck, lauter bekannte Grillköche. Das Grilldorado von Bad Windsheim ist dabei. Also das wird ein Riesenfest, ein Genussfestival und ja genau, also sehr gern einfach anrufen, Karten im Internet bestellen und vorbeikommen. Jens, du hast jetzt ein bisschen Kraut hast noch frittiert, glaube ich, für unseren Teller. Und hier haben wir so ein Flanksteak, glaube ich, gell? Genau, richtig, jawohl. Und hier ist unser Schäufele und ja. Das können wir jetzt auch gleich anrichten. Die Bratwurst übrigens habe ich schon gegrillt, ne? Schau. Ja, sehr schön, das perfekt. Ist einwandfrei. Ich glaube, da können wir auch zum Anrichten gehen und während wir zum Anrichten gehen, kannst du mir noch ein bisschen erzählen oder unseren Zuschauern, was so das Wichtige ist bei dir in deinem Betrieb, was für dich so die wichtigen Highlights sind, die du jeden Tag lebst. Naja, das eine ist, dass wir selber schlachten, das ist ganz wichtig. Man hat die Qualität einfach im Haus, man weiß, wo die Tiere herkommen, alles aus der Umgebung, Umkreis von 10 Kilometern, das ist natürlich schon besonders. Mhm. Dann haben wir noch unsere Naturräuche, also ich habe meine Opa schon reingebaut, die sind jetzt 50, 60 Jahre alt und das zeige ich dir später noch. Ah super, das können wir uns anschauen. Genau, das ist perfekt, also besser geht's gar nicht. Cool. Ist das die Weltmeisterbratwurst? Eine davon. Eigentlich sind es beide, genau. Das ist die klassische und das ist die Allgäuer. Mit denen haben wir schon immer gute Preise abgeräumt. Ja, das ist doch mal ein Traumgrilltelle. Da ja, gibt's ne? Gar nichts. Schäufele 2 oder Fränkisch 2.0. Ja, so schaut's aus. Und die Weltmeisterbratwurst noch dazu. So sieht lecker aus. Und jetzt schauen wir uns noch die Räucherei an. Jens, jetzt sind wir bei dir in der Räucherkammer angelangt. Was haben wir denn da alles Schönes? Also Wolfgang, das ist unsere Bistro-Salami. Die reift jetzt schon 3 Wochen, darf aber noch ein bisschen. Dann haben wir unsere Hausmacher-Salami, dahinter hängt noch eine Mailänder-Salami, eine rohe Krakau und hier unten haben wir noch ganz besonders die Fenchel-Salami, wo wir selber machen. Die reift ungefähr 4 Monate, bis die soweit ist und dazu muss man gar nicht nach Italien fahren, um sowas zu bekommen. Gibt es auch hier bei uns in Franken. Und hier kannst du probieren, ich habe dir schon mal ein Stück zum Probieren runtergeschnitten. Jens, sensationell! Unglaublich, voll geil. Und ich sehe, den Räucherschrank hast du schon aufgemacht. Was haben wir denn da noch zu sehen? Ich muss noch mal reinbeißen, weil es zu lecker ist. So, schaut mal, Wolfgang. Und das ist unser Räucherschrank, den hat mein Opa eingebaut. Original, 60 Jahre alt. Und hier haben wir jetzt geräucherte Bratwürste, die sind noch zum Räuchern. Metwurst und da hinten, schauen wir her, fränkischen Bauernschinken. So wie es sich gehört. Der hängt bei uns 2 Wochen im Rauch. Wahnsinn. Das dauert halt Zeit. Aber dann hat man halt auch was richtig Gutes. Ne? Mensch, Jens, das, was ihr macht, ist ja voll beeindruckend. Wo ich die Waren kriege, weiß ich ja. Ich komme einfach vorbei. Gibt es darüber hinaus noch einen Weg, wie man an Waren von euch kommt? Ja, Wolfgang. Meine Frau hat in der Corona-Zeit die Zeit sinnvoll genutzt und hat einen Online-Shop aufgebaut. Also es kann jetzt jeder in ganz Deutschland einfach über einen Online-Shop bestellen. Den Online-Shop findest du unter www.metzgerei-kachler-hoferer.de. Jens, ich sage ganz herzlichen Dank, dass ich bei dir sein darf. Wünsche dir alles Gute für die Zukunft, für euren Online-Shop, für eure tollen Produkte, für eure Meat Night am 4.9. nicht zu vergessen. Ich sage Dankeschön, bis zum nächsten Mal. Ich sage Danke
dass du da warst, dass ich mal für dich kochen habe dürfen, dass du mal siehst, was wir machen, und hat mich sehr gefreut.